Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play Dreadnought. Und heute will ich euch wieder ein neues Schiff, wie eigentlich immer, präsentieren. Und da dachte ich mir, was habe ich denn so in den letzten Folgen für Schiffe gezeigt? Und besonders, was wäre denn vielleicht noch spannend? Und dann dachte ich mir, ja, da machen wir doch heute nochmal den Artilleriekreuzer, nämlich den Rurik. Das ist hier dieses feine Schiff, das eigentlich ausschaut. Das ist im Prinzip eine unfassbar lange Railgun, so hat man das Gefühl. Also, ist nur davon gebaut und ausgelegt, dass man den Gegner ordentlich beschießen kann. Eine nette Sache, die will ich aber euch auch nicht hier mal vorenthalten, ist der Karrierefortschritt. Weil finde ich ein geiles System, was hier eingebaut worden ist. Da ist, kann man nämlich bei dem Karrierefortschritt sich immer noch so ein paar Credits und sonstiges erspielen und auch natürlich diese Ingame-Währung, freie Erfahrung und so weiter und so fort. Und ihr seht, das kann man ein bisschen betreiben. Finde ich ganz cool. Das fängt erst mit dem Rekruten an, da habe ich mittlerweile mir alles schon erspielt. Den Captain gibt es dann auch noch. Also, finde ich ein nettes System, so, dass man so ein bisschen, ja, da am Anfang an die Hand genommen wird und dementsprechend schon ein bisschen Erfahrung bekommt. Ja, jetzt gehen wir aber zum Schiff, gehen hier auf die Hersteller, sehen hier Rurik und sehen, ja, da haben wir hier die stationäre Tarnung, weil das Schiff kann sie nämlich tarnen. Das wird ganz geil, seht ihr gleich. Und ansonsten ist da noch ein bisschen was anderes am Start. Die Raketen... Abwehrlaser, die könnten wir jetzt noch erforschen, die freie Erfahrung oder die Erfahrung haben wir nämlich noch. Wir haben noch 235 und brauchen dafür 200, das heißt, das machen wir noch. Da haben wir nämlich ein Geschütz mehr, die Dauer ist länger und der Cooldown ist reduziert. Das ist natürlich ganz cool und das machen wir natürlich klar. Und auch direkt gekauft. Zack, ist es schon am Start. Ja, und jetzt würde ich sagen, tun wir gar nicht lang rum, sondern... Gehen gleich auf Spielen. Da ja aber der Ladespiel nicht so spannend ist, springen wir dann direkt ins Gefecht. Ja, da sind wir jetzt also. Und sehen, wir haben hier den Modus Onslaught. Und da nehme ich jetzt natürlich Rurik. Und sag hier, jo, ich bin ready. Wir sehen unsere Mates, was die so alle nehmen. Aber hier, das ist meins. Das ist meins, alles meins. Da wird hier hinten, hier im hinteren Teil, da wird eigentlich alles nur abgebündelt wie so einen kleinen Todesstrahl und geht dann durch das ganze Schiff durch und vorne geht es dann piu. Da geht dann richtig der Damage raus. So stelle ich es mir zumindest gerade vor. Schauen wir mal, ob so in der Tat auch so sein wird. Und wie gesagt, mit dem Schiff, da bleiben wir auf jeden Fall hinten stehen. Wir haben hier mit der 1 einen Belagerungsmodus. Dann Raketen, Raketenabwehrlaser und eine Tarnung. Das sind so unsere Sachen, die uns zur Verfügung stehen. Und da haben wir schon gesehen, ein einziger riesiger Schuss. Wir sind jetzt im Reload. Also das ist schon beeindruckend. Volle Energie auf die Manöverdüsen. Zuerst mal will ich hier ein bisschen mit meinem Team rumkommen. Aber der ist noch zu weit weg, auf den komme ich noch nicht. Auf den ebenfalls nicht. Ich weiß noch nicht, bis zu welcher Reichweite ich jetzt hier komme. Das heißt, learning by doing. Auf den komme ich auf jeden Fall. Belagerungsmodus. Da schieße ich nämlich schneller. Und da haben wir gesehen, zack. Hat es da auch eingeschlagen. Und das ist halt das Ding, das macht von hinten so viel Schaden. Aber... Auf der anderen Seite hält es halt auch nichts aus. Ich habe jetzt hier meinen Mate ganz gut schützen können. So, jetzt kann ich hier auf das Command-Ship gehen.
bekommt ja schon ordentlich Damage. Da oben ist gerade ein Schiff gesprungen. Und das ist mein... Nein, das war gar nicht mein Kill. So, jetzt gehe ich erstmal auf Tarnung. Und da sehen wir mal der kleine Scheißer. Der kam jetzt hier an. Schnell den Damage auf die Schiffe gemacht. Und ich habe halt nicht so wirklich den coolen Schuss. Einfach mal den Belagerungsmodus mal aktivieren. Und da wird es jetzt um mich geschehen. Nein, da wurde ich Gott sei Dank noch gesaved. Schiffspanzerung auf 50%, Captain. Schild aktiviert. Schild habe ich aktiv. Ist aktiv. Tarnfeld zusammen. Aber Tarnfeld ist auch weg. Ja, und sobald sie halt dran sind, das ist halt genau das Thema. Schiffe machen fast wahnsinnig viel Schaden, aber wir haben gesehen, da kam von hinten gerade auch wieder so ein kleiner Racker ran, sage ich da jetzt einfach mal. Und der hat mich halt dann da gut weggemacht. Aber bis dato schaut es sehr gut aus für unser Team. Von dem her noch gar kein Druck. Und dieser Damage, der dabei halt rumkommt, der ist halt richtig nice. Der macht so richtig, besonders im Belagerungsmodus. Bam, bam. Und da jetzt noch die Systeme umleiten auf den Damage. Da geht dann schon was. So, in 2 Sekunden sind wir wieder in der Schlacht. Wie gesagt, aktuell liegen wir entspannt und gut in Führung. Aber eben nicht der sein, der vorfliegt, sondern natürlich immer schön von hinten reinballern. Na, ich bin jetzt so ein bisschen paranoid von diesen Korvetten. Benötigen Unterstützung. Feindliches Schiff wurde angepeilt. Oh, da ist einer. Ah. Aber der wurde... Der wurde schon rausgenommen. Jetzt habt ihr gesehen, jetzt kommen wir da nicht runter. Der ist jetzt so weit runtergesprungen, dass ich da jetzt erstmal nicht runterschießen kann. Jetzt, da komme ich drauf. Der hat sich da in eine sehr interessante Position gesprungen, der junge Mann. Und jetzt sind seine Schilde weg und da war es dann auch um ihn geschehen. Aber eben, dieses Schiff, das braucht auch eine gewisse Positionierung, hat man gerade einfach perfekt gesehen an diesem... Ja, ich schieße nochmal nach vorne. Komm schon, noch einer! Oh, das Command-Schiff ist ja hinter uns. Da drehe ich natürlich schnell dafür extra rum. Und jetzt haben wir gesehen, 6200. Die Flachets gehen raus. Und da war es dann auch darum, um das Command-Ship geschehen. Wir sitzen hier jetzt eigentlich ganz gut drinnen. Sind hier schön gecovert, haben hier guten Support. Das läuft hier gerade richtig, richtig perfekt. Deswegen, ich bleibe natürlich auch bei meinen Mates. Hi, Captain.
So, den machen wir auch noch schnell weg. Und weg ist er. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, da schlägt es richtig massiv ein bei dem Jungen. Ah, der zieht er sich zurück. Einen bräuchte er noch. Das gibt's nicht, der war so knapp. Tarnsystem aktiviert, Captain. Tarnsystem lädt auf. Waffen sind übertaktet. Flechette-Schwarm hat Ziel erfasst. Ei, starten Flechette. Ah, aber da hat er es nicht geschafft, was er machen wollte. Er wollte ja eigentlich Mate rausnehmen. Hat aber nicht ganz gepackt. Und der ist weg. Ja, es läuft perfekt. Kann man nicht anders sagen. Muss man echt aufpassen, wo der Kleine da ist. Und da haben wir gesehen, die Artillerie, die macht natürlich an allen Umliegenden auch Schaden. Ja, es läuft super für unser Team. Richtig, richtig nice. 4.515 in Führung liegen zu 2.300. Die haben ja mal gar keine Schnitte gegen uns, die Jungs und Mädels. Ja, dabei kann ich nicht viel tun, besonders wenn der von der Seite kommt. Ist dann da einfach Schicht im Schacht. Ich kann natürlich hier nur bei meiner Flotte bleiben. Ja, bin jetzt auch nicht so schlecht dabei mit den Punkten. Ja, jetzt will jeder noch den Damage kassieren. Habt ihr es gesehen, wie der andere runtergebrochen ist? Schnell drauf. Den Abwehrlaser aktivieren. Die wollten nämlich auf mich. Das war's abgebrochen. Tarnfeld jetzt inaktiv. Da, der wollte wieder von hinten ran, aber wir sind hier so gut im Verband, dass die gar keine Chance haben mit ihren Korvetten. Das ist perfekt. Geiles Teamspiel. Ja, und jetzt ist es gleich passiert. Ja, und da schlägt es noch zweimal die Artillerie ein. Aber der Gegner hat hier einfach null Schnitte mehr. Jetzt geht er nochmal nach unten. Aber da war es schon durch. Nice Runde. Das lief super. Ja, mit einem doppelten Vorsprung gewonnen. Damals 730 verdient, 1500 Schiffserfahrung und 76 Freierfahrung. Ja, perfekt. Und hier erster Sieg des Tages, verstärkte Rekrutenflotte, gab es dann nochmal Verdoppelung des Ganzen. Perfekt, so soll es sein. Ja, damit hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß bei Dreadnought. Und wie gesagt, wenn ihr das Spiel haben wollt, über den Link unten einfach draufklicken, dann bekommt ihr es. Und los geht's, ist ein Free-to-Play-Game. Also, bis demnächst, euer Alcaramba.